Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pai Papa Ryu so Origami King. In der letzten Folge haben wir die rote Luftschlange weggemacht und, sorry, der war einfach zu witzig, dass er hier so rumhüpft, während er böse ist. Auf jeden Fall haben wir die rote Luftschlange gelöst, weil wir den Buntstifter kaputt gemacht haben und dadurch ist jetzt natürlich dieses komische Labor hier frei gemacht worden. Hier ist auch irgendwo ein Tod versteckt und das ist nämlich das Sensor-Labor und das Hauptquartier des Picknickpfades. Und da wollte ich jetzt als erstes heute reingucken, weil das war letztes Jahr mal ja noch versperrt von dieser Luftschlange. Weil da oben jetzt so ein WLAN-Signal-Dingsbums ist, glaube ich, das hat irgendwas mit Internet zu tun. Warte, okay, ich muss auch kurz die Verpackung holen. Kann man das Spiel zu zweit? Nee, Spieler 1. Okay. Hätte ich witzig gefunden. So, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall einen gelben Tod, der versteckt ist. Der sieht cool aus. Ah, fantastisch! Es trifft sich sehr gut, dass du zu mir gefunden hast, Mario. Endlich ein passendes Testsubjekt. Ich bin der Forschungsleiter hier im Sensor-Labor. Wir entwickeln hier Technologie, mit deren Hilfe man Dinge aufspüren kann, die mit bloßen Augen nur schwierig zu erkennen sind. Deine Expertise im Finden von Toads macht dich zum perfekten Tester für unsere neueste Entwicklung. Das Todradar! Spring in die Röhre und ich zeig dir in unserer Vorführkammer, wie unsere Todradar funktioniert. Okay. Wird damit das wirklich noch einfacher? Zeigt er mir dann genau die Richtung an, wo die Toads sind? Das wäre ja der Wahnsinn. Let's go. Portal 2 Vibes kommen hier auf jeden Fall hoch. Test, Test, Test! Hörst du mich, Mario? Famos! Dann führe ich dich mal durch einen Schnelltestlauf mit dem Todradar. Die Todradarschlüssel sucht die Umgebung in der Nähe der versteckten Toads ab. Ist ja wie dieses eine Meme mit diesen Schmetterlingen. Is this a Toad? Aber das Radar kostet Batterie und wenn die Batterie alle ist, dann kann man anscheinend nichts mehr machen. Finde die versteckten Toads, bevor die Batterie leer ist! Okay, okay, Minispiel-Action. Ja. Nein, das ist mir nicht doll genug. Also es wackelt, aber es ist nicht sehr doll. Hier ist sehr, sehr doll. Oh mein Gott, da wird der Toad sein. Funktioniert ja fantastorösisch. Oha. Okay, das ist natürlich jetzt nochmal schwieriger, aber kriege ich hin. Ja, irgendwo in der Nähe ist ein Toad. Da sehe ich doch sogar einen Toad. Aber das war nicht der, den ich finden sollte, glaube ich. Ach, ich soll mehrere finden. Alles klärchen. Hier hinten scheint einer zu sein. Da! Ja, okay, die sind jetzt nicht so super krass versteckt. Okay, hier ist natürlich schon schwerer. Ich habe noch nie so ein Gras gesehen in diesem Spiel. Oh, hier vorne. Da! Hi, na? Okay, hier hinten wird der krasser. Hier, hier, da! Da! Hab ich doch bemerkt. Vibriert er nur, wenn er in der Richtung ist? Dann müsste der irgendwo hier sein. Also hier ist noch einer, obwohl das Ding nicht ausgeschlagen hat. Hä? Aber diesmal hat er gar nicht so krass ausgeschlagen. Verstehe ich nicht. Wundervoll, es funktioniert! Dank dir war der Test ein voller Erfolg! Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Mario! Ich schenke dir diesen Radar! Find so viele Toads, wie du finden kannst! Gut, und da das Batterien kostet, muss man die anscheinend irgendwo mal aufladen. Bei solchen Dingern hier, glaube ich. Sensor geht jetzt bereits vollständig aufgeladen, genau. Die gibt es anscheinend überall in der Welt und da kann man die dann ganz normal aufladen. Okay, cool. Ich hätte es jetzt zwar besser gefunden, wenn man hier mit anderen Leuten zusammenspielen könnte, okay. Ich fürchte, die Niederlassung antwortet nicht. Vielleicht gibt es ja einen Papierstau oder der Tode ist alle. Oder da ist noch ein Toad drin. Papierstau? Hat das irgendeine Bewandtnis? Nicht? Na gut, dann war das Sensorlabor. Wir haben auf jeden Fall eine weitere Möglichkeit, Toads zu finden, die vielleicht schwerer zu finden sind. So, hier unten haben wir auf jeden Fall noch eine Truhe. Da wird aber auch kein Toad drin sein. Nee, noch ein kleiner Schatz. Von mir aus das Sensorlabor. Und irgendwo ist hier noch ein Toad versteckt. Bestimmt hinter dem Schild. Ja, ist das so klar. Okay, also hinter Schildern. Schilder am besten immer einmal anhauen. Oh, Mario, ich hätte es wissen sollen, danke. Bitte, bitte. War immer noch nicht der Letzte in diesem Bereich? Das gibt's doch gar nicht. Dann gucke ich mich nochmal ganz kurz um, ob ich hier vielleicht irgendwo noch die restlichen Toads finde. Ich habe hier schon Milliarden an Toads gefunden, also mindestens Milliarden. Da ist noch einer. Ein gelber. Oh, ich habe schon dreimal geblüht und es ist noch nie jemand aufgefallen. Diesmal schon, kleiner Toad. Ich habe gesehen, wie scheu du aus deinem Herzen geblüht hast. Tja, jetzt werde ich wohl nicht mehr blühen. Och, das tut mir leid. Aber es waren immer noch nicht alle. Okay, dann nutzen wir doch einfach mal den Toad-Radar. Er aktiviert sich hier in der Nähe. Aber da unten? Also hier ist er schon ein bisschen krasser. Etwa im Stein? Nee. Das wäre ja komisch. Wo soll der letzte Toad sein? Also er zeigt gerade auf die Fahne. Aber die habe ich doch schon mal gemacht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal ein Toad drauf ist. Hat er die nicht gezählt damals? Guck, hä? Jetzt ist er richtig doll. Ah, warte, muss ich da... Die Fahne ist ein Toad. Oh mein Gott, wie gut ist der denn versteckt? Klar, die Fahne. Ohne Radar hätte ich das niemals gefunden. Oh, danke, Mario. Arbeite an meiner Körperspannung. Süß.
Nicht ablenken, es ist absolut total anstrengend zu reden, wenn ich das hier mache. Muss jedes Wort ganz sorgfältig auswählen. Wir haben ihn gefunden. Wie er einfach wieder nach oben fährt. Was ist, wenn ich jetzt nochmal an ihn ranspringe? Das geht einfach. Ich liebe es. Dieses Spiel ist so doof. Ich liebe es, ich liebe es. Und dann ist es, glaube ich, Zeit, die Story ein bisschen weiter voranzutreiben. Beziehungsweise ist hier ja auch noch irgendwo ein Tod versteckt. Auf jeden Fall war hier mal ein Tod versteckt. Hier hat auf jeden Fall mal die Glocke gebimmelt. Aber gut, ich sehe schon im Waggon diesen Bombtypen. Oha, da bin ich aber gespannt, wie der drauf ist. Oh, ihr habt es geschafft! Endlich bin ich aus dieser misslichen Lage befreit! Möchtet ihr denn jetzt zur Herbsthöhe fahren? So lange ist zwar noch nicht her, aber ich kann es kaum erwarten, wie diese Seilbahn zu fahren. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Naja, auf jeden Fall warte ich hier noch einen anderen Passagier. Also entscheidet euch. Wollt ihr die Seilbahn nehmen? Gleich, gleich, kleiner Tod. Aber macht nicht so lange, ja? Klar. Guck, hier ist aber noch eine Glocke. Also wird in einer dieser Dinger ein Tod drin sein. War so klar. Kommt dann einfach rausgehüpft. Oh, noch ein oder zwei Tage da drin und ich wäre aufgeblüht. Sorry. Nein, die freuen sich immer alle gar nicht, dass ich sie rette. Die wollen immer irgendwas machen in ihrer neuen Form. Ich störe sie dann dabei. Gut, dann fahren wir mit der Seilbahn und lernen unseren neuen Kompagnon kennen. Ey, warum geht es nicht los hier? Alles in Ordnung da draußen? Alles in bester Ordnung. Die letzten Passagiere nehmen ihre Plätze ein und los geht's, ab auf die Herbsthöhe. So, kleiner Bobby heißt er, glaube ich. Wir sind ganz hoch oben. Der Ausblick ist so toll und diese Berge sind so groß. Siehst du das, Mario? Wie so ein kleines Kind. Berge hier, Berge da, überall sind Berge. Warum hat mir niemand gesagt, dass die Welt so wunderbar sein kann? Bist du zum ersten Mal auf Reisen? Und was ist mit dir? Was bringt dich heute zur Seilbahn? Ach, mich? Naja, ich bin Bob Omb. Und an mehr erinnere ich mich nicht. Du weißt schon, wenn man sein Gedächtnis verloren hat oder vielleicht nur verlegt. Jedenfalls genau das habe ich. Und jetzt bin ich ganz allein auf Reisen gegangen, um mich an, nun ja, an alles zu erinnern. Mein Zuhause, der Sinn meines Lebens, all sowas halt. Oh, du hast dein Gedächtnis irgendwo verloren und jetzt hast du gar keine Erinnerung mehr? Ach du Ärmster. Ich habe eine ganz tolle Idee. Du könntest uns auf unserer Suche begleiten. Was meinst du, Mario? Wäre das nicht toll, wenn uns noch jemand begleiten würde? Was, wirklich? Ach, aber ich möchte euch beide auch nicht belästigen. Es ist ein freundliches Angebot, aber ich kenne noch nicht mal irgendwelche Tricks. Ich wäre nur im Weg. Ich meine, ich ließe mich vielleicht dazu überreden, wenn ihr das wirklich wolltet, aber... Ach, na gut, kein Problem. Das waren ein paar echt gute Argumente. Du solltest wohl wirklich besser alleine reisen. Ich lasse dich einmal in Ruhe. Eine gute Reise noch. Was ist das denn? Wow! So ein toller Ausblick. So schön. Er ist ein bisschen schüchtern, der Bob-Omb, wie mir scheint. Was hat er vor? Will er mir Schokolade andrehen? Also, das Angebot steht das noch, dass ich, naja, euch begleiten könnte. Denn ich würde schon gerne also euch begleiten auf eurer Suche. Also darf ich mitkommen, meine ich? Bitte. Hast du ein bisschen Geld für mich? Ich habe nämlich ein paar Münzen zu viel ausgegeben für so ein blödes Erdpergamenton, das ich nur gekauft habe, um diese blöden Koopas, von denen ich es abgekauft habe, ihren blöden Schrein zurückzubringen. Also nein, mit ein bisschen Geld dürftest du mitkommen. Ah, ich verstehe. Weil, naja, weil ich gesagt habe, ich bin im Weg und so. Ja, ich wäre wirklich eine furchtbare Belastung. Das verstehe ich schon. Keine Sorge, ich mache dann einfach nochmal ein Schläfchen, bevor wir zum Herzog kommen. Ich habe doch etwas nachgedacht und das schwebende Tantchen hat mich schon eingeladen, oder? Und das Angebot hier zurück zu dir wäre gemein. Und ihr seht nicht aus wie gemeine Leute. Also im Klartext, es wäre toll, wenn ich euch auf eurer Suche begleiten könnte. Was sagst du, Onkel M? Ja, für so 200-300 Münzen nehme ich dich mit. Aber nur für die nächste Stunde. Neues Teammitglied. Wo sieht man, der Gipfel von dem Berg, da ist ganz rot. Das muss die Herbsthöhe sein. Hey, da hast du recht. Der Berg, der sieht herzlicher aus als ein ganzes Sack buntes Laub. Das muss hier einfach sein. Jetzt, da wir zusammen reisen, sollte ich mich wohl vorstellen. Mein Name ist Bob Omb. Hast du doch schon gesagt. Oh nein, das ist so ein Typ. Oh Gott. Nein. Ich verspreche auch, dir nicht im Weg zu sein, Onkel M. Und dir natürlich auch nicht, Tantchen. Er leidet einfach unter Gedächtnisschwund wahrscheinlich jedes Mal, wenn er in die Luft fliegt. Das muss auch ein schweres Leben sein. Wie hübsch ist das denn hier? Und so asiatische Musik im Hintergrund. Oha, ist das wirklich Asia-Theme? Das wäre richtig cool. Oh, ich freue mich jetzt schon. Ist schon schön. Die Blätter sind so rot, dass sie förmlich strahlen. Wunderschön. Das hier ist der perfekte Ort für schöne neue Erinnerungen. Stimmt doch, Bobo. Einfach nur Bob-Omb-Tantchen. Aber jetzt los, folgen wir der blauen Luftschlange. Bobo. Bobo ist ein schöner Name. Okay, dann nennen wir ihn ab jetzt Bobo. Haben wir noch einen grünen Toad? Oh, wir kommen
komm auf der Herbsthöhe. Hier sind die Blätter sogar winterbunt. Oh Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Sprich mich einfach an, wenn du mit der Seilbahn fahren möchtest. La 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 la. Okay. Da. Was macht denn dieser Fisch hier am Land? Oh, es ist gar kein Fisch. Es ist einfach ein blauer Toad. Uff, danke, dass du mich da rausgefloppt hast. Flopp? Ja. Was? Du bist doch Mario. Ich meine, Dank. Wir sind schon seit Tagen auf diesem Berg fest und sehne mich nach dem offenen Meer. Ich bin nämlich der Skipper Toad. Dem Skippen tät mal wieder Not. Salutieren. Ich werde mich sofort zu meinem Schiff in Toad-Tabel geben. Sag doch mal Ahoi, wenn du in der Nähe Stadt bist. Ach, das ist der Kapitän. So, hier sieht das so aus, als wenn man hinter der Gondel einfach lang gehen könnte. Und was finden wir? 1, 2, 3, 4, 5, 600 Münzen. Na, wenn das sich nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Mehr ist hier nicht? Das ist ja... Oh, einfach ein Toad. Hey, danke. Der hat nicht mal was zu sagen. Alles klar. Na denn, schauen wir doch mal, was die Herbsthöhe so zu bieten hat. Da. Auf jeden Fall schon mal sehr schöne Musik. Hey, das muss eine der Luftschlangen sein, von denen ihr beide gesprochen habt. Die scheinen nach links zu führen. Ich gehe mal nachsehen. Ja, jetzt verlässt er uns einfach wieder. Das war aber keine Stunde. Ey, die 200 Münzen. Na gut. Bobby, sei vorsichtig, nicht fallen. Oh, Bobby ist weg. Bitte nenn mich nicht Bobby. Ich heiße ganz einfach Bob Omp. Das war knuffig. Ich glaube, wir wären ein Liebespaar. Gut, also erstmal ohne Bobby. Aber es ist wirklich in Ordnung, Bobby alleine losziehen zu lassen. Oh Mann, Olivia, sei doch nicht so ein Spielverderber. Der schafft das schon. Auch wenn er sein Gedächtnis verloren hat und nicht weiß, wie alles geht. Gut, aber dann folgen wir ihn halt. Oh, du Onkel M, sieh dir das mal an. Ach man, eine Sackgasse, wie sollen wir denn jetzt der Luftschlange folgen? Doofe Sackgasse, Menno. Ein Glück haben wir eine Bombe dabei. Aber er will anscheinend noch nicht. Kann ich eigentlich irgendwas mit dem machen, wenn ich ihn hau oder... Nee, okay. Man kann den garantiert später noch benutzen, dass er sich selbst in die Luft sprengt. Das wäre dann so typisch N64 Paper Mario Style. Oh, wer ist denn da? Vielleicht auch jemand, der uns auf unsere Reise begleiten will. Huhu, Stachelkopf, hast du Lust, mit uns zusammen neue Erinnerungen zu sammeln? Nein, Bobby, mach das nicht. Das sind Fallschergen und die sind ganz gefährlich. Der Kleine da echt, naja, mit all den Stacheln sieht er schon ein klein bisschen gefährlich aus. Na gut, dann halte ich mich halt von diesen Schergen fern. Genau, ich auch. Obwohl er ganz schön... oh Gott! Ja, ist nicht immer so einfach, sich von denen fernzuhalten. Aber ich habe gerade wirklich gar keine Lust, gegen die zu kämpfen. Sondern... Oh. Hier scheint ein bisschen Wasser zu fehlen. Diese Bergfische leben anscheinend an Land und verbringen ihr Leben damit, zwischen den Felsen hin und her zu floppen. Interessant. Bestimmt, die sehen auch überhaupt nicht so aus, als wenn die irgendwie Wasser bräuchten oder so. Nein! Bist du tot? Nein, er lebt. Okay. Er ist sogar einfach ein Gegner. Lol. Ich wollte ihn retten und dann greift er mich einfach an. Die Musik ist geil. Na gut, also die einzige Reihe, die nicht richtig angeordnet ist, ist ja diese Reihe. Ja. Einfach darüber und fertig angeordnet. 16 Damage. Langt. Okay, mega nice. Und Kaputtstiefel-Action. Zack, zack, zack. 14 Damage langt auch. Okay. Nicer, einfacher Kampf. Oh, die Abschlussmusik. Okay, aber wo kriegen wir denn jetzt... ein bisschen Wasser her. Du, sag doch mal, böse Affe zu sein. Seht ihr ihn, Leute? Genau da. Sorry, ich hab diese neue Funktion entdeckt, dass man einfach ranzoomen kann. Und jetzt muss ich die ein paar Mal verwenden. Was denn ein Boot hier oben? Ich bin keine Abenteurer-Expertin, aber mit Booten kenne ich mich aus. Die schwimmen, weil das hier nur rumsteht, ist es also kein Boot. Als du dein Gedächtnis verloren hast, musst du auch deine Fähigkeiten zum logischen Denken verloren haben. Oh, ich weiß schon, was ein Boot ist, Tantchen. Und wenn es hier ein Boot gibt, dann muss das hier ein See sein. Und wenn das stimmt, dann ist der See. Ausgetrocknet. Also, See wieder auffüllen ist unsere Aufgabe. Nichts einfacher als das. Und da sehe ich doch einen weiteren Toad. Kleiner Toad, hast du mitbekommen, wer diesen See ausgetrocknet hat? Sagen Sie etwas. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet. Bin eigentlich nur gekommen, um mich für einen Job bei der Flusstour zu bewerben. Und dann ging das leider in die Hose. Ja, guter Wortwitz. Der Bootsführer hier muss echt auf Thunfisch stehen. Man bekommt wohl Appetit, wenn man mit nur einem Ruder paddelt. Hm, mal sehen, was da steht. Hüsefnut. Thunfisch. Falsch rum gelesen. Ja, ganz viel Thunfisch. Oh, Wahnsinn. Was hast du jetzt wieder gesehen, Bobby? Bobby Schnobby. Oh, unser nächster Schrein, wie es aussieht. Tolle Aussicht, oder? Und seht euch mal das Gebäude da drüben an. Sieht ganz wie ein Tempel aus. Ich könnte wetten, dass das Wasserpergamenton genau in diesem Ort wohnt. Oh nee, ein Wassertempel. Wassertempel sind immer doof. Oh, ein Wasserpergamenton-Faltkreis. Mit einem Drachen einfach drauf. Gut, heißt aber, wir können hier noch nicht viel machen. Auf zum Wasserpergamenton. Pittoreske Prärie. Kuschelgraspampa. Auch ein nicer Name. Da ist eine Kiste. Oh mein Gott, wie kommt man... dahin. Von der anderen Seite, Leute.
Ich bin halt einfach der Klügste. Hallo. Bestimmt ein Schatz. Da sind immer Schätze drin. Ja. Ein Laubhaufen. Nice. Oh mein Gott, okay. Ich verstehe schon, wo der Name herkommt für dieses Gebiet. Hier wird garantiert so viel drin versteckt sein. Hier ist... Nee, da unten ist ein Tod. Und man fällt einfach runter. Hallo, kleiner Tod. Muss ich dich rausziehen? Jo. Na, was machst du hier? Oh, endlich die Rettung. Ich habe mich hier unten so einsam gefühlt. Bitte für dich ein kleines Dankeschön. Okay, Max KP, sagst du? Nur plus 5. Da bist du aber ein bisschen geizig, oder? Kleiner Tod. Also, bleibst du noch? Nicht, dass das stört oder würde, aber findest du nicht auch, dass man manchmal Zeit für sich braucht? Aha, er hat sich hier versteckt und will sich freikaufen. Das war so klar, dass man da einfach durch kann. Ich habe nicht wirklich Lust, hier jetzt alles abzusuchen. Aber da haben wir noch so einen Gebetsschrein, wie man den aus Japan kennt. Oh, was für ein klitzekleines Häuschen, wie niedlich. Ja, yeah, ist eine Katze drin? Kleiner Wasserpergamentonschrein. Alle Spenden willkommen. Gerne vorher einweichen. Ach so, der will Thunfisch haben. Das Pergamenton liebt diesen ganzen Thunfisch. Den spenden die ja alle. Okay. Verstanden. Hat bestimmt auch noch irgendeine Bewandtnis, dass da dieser Schrein ist. Aber momentan können wir noch nichts damit machen, leider. Oh, hallo, kleiner Tod. Oh, zum Glück! Endlich hat mich jemand gefunden. Jetzt weiß ich, wie man sich als verlorenen Schlüssel fühlt. Lol. Ja, hier kann man sich wahrscheinlich auch noch stundenlang mit beschäftigen, dass man hier die ganze Zeit hin und her läuft und irgendwelche Toads sucht. Und ich weiß, man muss da oben lang, aber hier unten ist auch noch irgendwas. Platz der Freundschaft für maximale Freundschaft. Bitte leere Dose wieder mitnehmen. Das ist voll schön hier. Das hat halt so ein Japan-Vibe, dieses ganze Gebiet. Ach, wenn ich an all die ganzen Geheimnisse denke, die auf der Welt auf uns warten. Man explodiert ja fast vor Neugier. Das ist witzig, weil das Bobby gesagt hat. Gut, schauen wir einfach mal weiter. Oh, wir haben es durch das hohe Gras geschafft. Ich habe das Gras die ganze Zeit durch deine Tasche durchgespürt. Das hat so gekitzelt, ich musste ständig lachen. Nur noch ein kleines Stückchen, kein Problem. Oder Bobby? Bobby? Oh nein, wieso ist Bobby denn jetzt weg? Well. Und weg ist er. Vielleicht war er wieder neugierig und ist vorausgelaufen. Ach, irgendwie ist es süß, dass er uns beweisen will, wie schnell er mit seinen kleinen Beinchen rennen kann, die er sicher irgendwo hat. Ja, bestimmt ist Bobby vorgelaufen und wir haben ihn nicht in diesen komischen Ding hier verloren. Bobby ist gone. Egal, der hat sowieso nichts gebracht. Herzdrücke, Achtung, hinunterfallen verboten. Es ist einfach verboten. Okay, wenn das verboten ist, dann mache ich es erst recht. Vorsicht, nicht springen. Von hier sollte man wirklich nicht hinunterfallen. Ich will aber. Bitte. Ich sehe ja schon den nächsten Tod. Seht ihr ihn auch, Leute? Bestimmt dieses Plättchen da. Uff, zum Glück wurde ich nicht an anderen Ende der Brücke zusammengefaltet. Im hohen Gras hättest du mich wohl nie gefunden. Da hättest du ein Suchgerät gebraucht oder so. Ich habe sogar eins. Was meinst du, wie viele Münzen Leute in den ganzen hohen Gras schon verloren haben? Bestimmt so viel wie in einem Dutzenden Sofas. Okay, dann geht das ganz offensichtlich weiter. Aber hier habe ich doch noch ein Geheimnis gefunden. Die Toadseilbahn. Noch eine Bank hier oben. Hast du einen Schimmer, warum Blätter im Herbst so rot werden? Schämen die sich etwa? Ganz bestimmt. Ach nein, das kann ja nicht sein. Es sind doch nur Bäume. Jetzt schäme ich mich dafür, dass ich so eine Idee hatte. Das ist süß. Das ist so schöne, kindliche Naivität. Und das hier sieht so aus, als wenn das irgendein Eingang sein könnte. Von einem Laden vielleicht. Das sieht schon witzig aus, muss ich sagen. Ja, jetzt kommt er halt raus. Zack. Na, Professor Toad. Kapuh! Ich danke dir, Mario. Jetzt habe ich schon gedacht, ich würde für immer im Papierstau stecken. Dies hier ist eine Zweigstelle des Sensorlabors. Kann dir leider nicht geben. Aber der Forschungsleiter hat bestimmt was für dich. Mit diesem Faxgerät kommst du direkt zum Labor. Probier's mal aus. Ich fax dich rüber. Okay. Ja. Das finde ich gut. Da greifen die auch dieses Papierthema einfach mal auf. Mit Papier muss man sich... Naja, faxen geht eigentlich nicht so, ne? Eigentlich bleibt man in dem Ort, wo man ist. Okay. Ja, hat funktioniert. Super. Hast du irgendeine neue Technologie für mich? Achso, aber wären wir hier jetzt am Anfang der Folge nicht hier hingegangen, dann hätte er uns das jetzt wahrscheinlich gegeben, dieses Ding. Ja, okay. Verstehe ich. Und wieder zurück. Tschüss. Ach man, das finde ich richtig gut, dass sie dieses Papierthema aufgreifen. Das ist super. Nice. Danke fürs Herfaxen. Tschüss. Das hat Spaß gemacht. Hin- und herfaxen ist funny. So, und damit sind wir jetzt quasi schon beim Wasserpergamenton. Das war ja gar kein langer Weg hierher. Das ist ja richtig krass. Ich hätte gedacht, da warten noch ein paar Gegner oder so vor uns. Also hier sind doch ein paar Gegner. Ja komm, einen Kampf machen wir doch in dieser Folge. Okay, super easy. Einfach die beiden
Gumbas darüber bringen und dann sind die schon super angeordnet. Setz mal die Eisenstiefel ein. Ich glaube, die werden jetzt kaputt gehen. Bin mal gespannt, wie, ob da eine Animation kommt oder sonst irgendwas, was passiert. Oder ob die einfach nur durchbrechen, keine Ahnung, einfach weg sind. Aber wir haben sie immer noch. Die halten ganz schön lange, muss man sagen. Und einfach mal Glitzerhammer. Weil ich keine Lust habe, dass sie mich angreifen. Denn ein Angriff tut immer wieder weh. Ja, die Schlachten sind immer noch ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Würde ich mir ein bisschen mehr Herausforderung wünschen. Aber ist in Ordnung. Okay, da hinten ist noch ein Toad. Gegen dich will ich bitte nicht kämpfen. Ja, Münzen, ein paar unnötige Löcher stopfen. Das sagen meine Eltern auch immer, wenn ich Essen haben will. Dann stopfen sie unnötige Löcher. Und den kleinen Toad können wir nicht befreien, weil er zu hoch ist. Dafür muss erstmal der Stein da oben runter. Aber das kriegen wir bestimmt hin, wenn wir hier durch diese ganz geheime Höhle gehen, die ich überhaupt gar nicht gesehen habe. So, Stein runterkullern. Und hallo. Wieso hat Olli sie... Er will gar nicht runter. Warum hat Olli dich hier festgemacht? Oder warst du das selber, damit du da oben richtig schön abchillen kannst? Oh, puh, der Stein hätte mich fast erwischt. Gut, dass ich aus Papier bin. Schnick, schnack, schnuck, Papierschnittstein. Wie chillig er da rumsaß. Toll, hier ist es echt schön. Was einem alles entgeht, wenn man unter einem Aufkleber festsitzt. Ja, aber warum hat er dich da festgeklebt? Das weiß wieder keiner. Sonst was, da dürfen wir nicht. Gegen dich will ich immer noch nicht kämpfen. Ja, dann sieht das so aus, als ob wir in der nächsten Folge ins Wasser-Pergamenton kommen. Das wird dann allerdings eine einzelne Folge. Diese Folge war jetzt ein bisschen länger, einfach weil das halt so ein Zwischending ist. Da sehe ich keinen Sinn und Zweck da drin, das irgendwie aufzuteilen. Oh, noch ein Toad. Und wo führt mich diese coole Röhre hin? Da oben? Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Toad als Libelle gekleidet. Da unten sehe ich noch einen weiteren Toad als, keine Ahnung, was Insekt gekleidet. Also, da, Leute, genau da. Na los, komm runter. Komm runter, ich sehe dich da oben. Ich... Was? Nein, ich will dir nicht schla... Oh Gott, das ist schon wieder so brutal. Mario, sei doch nicht immer so brutal! Ich identifiziere mich immer weniger mit Mario, wenn er immer so brutal ist. Oh, hallo Mario! Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit vor dir weggelaufen bin. Ich bin wohl einfach in Panik geraten. Naja, wenigstens habe ich herausgefunden, dass ich ziemlich gut im Klettern bin. Ah, meine Kopfkopf-Hurma-Bisse! Ich will jetzt aber doch nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Kann ich nicht trotzdem irgendwie da oben hin? Und der Toad. Der Toad versucht hochzukraxeln, aber fällt immer wieder runter. Auch süß. Toll, jetzt habe ich den ganzen Weg nochmal laufen. Gut, dann würde ich aber sagen, was das mit dieser Folge? Hier wird sowieso nichts mehr passieren. Ich laufe jetzt halt einfach nochmal dahin. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann das Wasser-Pergamenton an. Könnt ihr gespannt sein? Hoffe, ihr seid auch dann wieder da. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.